Hallo und guten Morgen. Bei unserem heutigen Experiment beschäftigen wir uns mit schmelzendem Eis. Und zwar mit schmelzenden Eiswürfeln. Wir haben hier einige Eiswürfel. Die haben wir hergestellt, indem wir Wasser mit Lebensmittelfarbe gemischt haben und dann eingefroren. Und hier haben wir drei Bechergläser. In dem ersten haben wir hier noch so einen Metallklotz reingestellt. Das brauchen wir nur als Ständer, wo wir gleich den Eiswürfel draufstellen. Und in den beiden anderen Gläsern haben wir sowas nicht. Aber in den ersten beiden ist normales Leitungswasser. Und in diesem hier haben wir Salzwasser. Und ich werde jetzt die Eiswürfel drauflegen, werde dann gleichzeitig mit dem Stift ungefähr den Füllstand des Glases markieren. Und dann achten wir einmal darauf, was passiert. Und es gibt zwei Effekte, auf die wir achten sollten. Einmal, wie ist es mit dem Füllstand in dem Glas? Ändert er sich oder nicht? Und der zweite Effekt ist, weil wir farbige Eiswürfel genommen haben, wie durchmischt sich die Farbe? Oder auch nicht? Jetzt nehme ich mal den ersten Eiswürfel. Na, komm raus. Und ich stelle ihn mal vorsichtig hier drauf. Schön stehen bleiben. Ich markiere den Füllstand. Das wäre jetzt so hier. Ich nehme den zweiten Eiswürfel, tue ihn in das Glas und markiere auch hier den Füllstand. Und wir nehmen den dritten Eiswürfel. Und ich markiere auch hier den Füllstand. Und jetzt müssen wir abwarten, was passiert. So, wir schauen uns einmal an, was passiert ist. In den ersten beiden Bechern ist das Eis geschmolzen, hier noch nicht ganz. Hier haben wir noch ein Stück Eis, das schwimmt. Und außerdem sehen wir, wenn wir diese beiden Gläser vergleichen, hier haben wir eine sehr schöne Durchmischung. Es ist überall gleichmäßig rosa. Und hier ist nur der oberste Teil rötlich. Unten ist es noch durchsichtig. Jetzt aber zuerst zum Vergleich dieser beiden Gläser. Wenn wir uns den Füllstand anschauen, dann sehen wir hier der schwarze Strich. Der Füllstand in dem Glas hier ist angestiegen. Hier dagegen ist er konstant geblieben. Das hat auch wichtige Anwendungen in unserem Klimageschehen. Diesen Fall können wir vergleichen mit dem Schmelzen des Eises auf Grönland oder in der Antarktis. Wenn das Eis in Grönland und in der Antarktis schmilzt, dann kommt es ins Meer und der Meeresspiegel steigt. Hier dagegen, das wäre der Fall jetzt in der Arktis. Wir haben Meereis, das schwimmt, aber wenn das Meereis schmilzt, ändert sich nicht der Wasserstand. Er bleibt konstant. Das zu dem ersten Effekt. Jetzt zu dem zweiten Effekt. Wir vergleichen einmal die Farbe und die Tatsache, dass hier das Eis noch nicht vollständig geschmolzen ist. Hier haben wir den Effekt, das Eis schmilzt, wir haben kaltes Wasser, dieses kalte Wasser sinkt nach unten und das wärmere Wasser von unten kann nach oben kommen, was dazu führt, der Eiswürfel schmilzt relativ schnell. In diesem Fall dagegen haben wir auch einen Eiswürfel, der schmilzt und bildet kaltes Wasser, aber hier unten haben wir salziges Wasser. Und das salzige Wasser ist immer noch schwerer als das kalte Wasser oben drüber. Das heißt, der Eiswürfel bzw. das geschmolzene Wasser kann nicht absinken. Wir haben keine Durchmischung. Und das führt dazu, dass dieser Eiswürfel langsamer schmilzt.
Die Tatsache, dass wir hier keine Durchmischung haben oder nur eine sehr geringe Durchmischung, hat auch Anwendung oder eine Bedeutung für unser Klima auf der Erde. Wir haben ja in der Arktis den Fall, dass der Ozean dort mit Meereis bedeckt ist. Wenn nun im Frühjahr das Meereis schmilzt, haben wir offenes Wasser. Dieses offene Wasser ist aber immer noch sehr kalt. Es ist sowieso in der Arktis so, dass wir oben eine kältere Schicht haben und unten drunter, das tiefe Wasser, ist wärmer. Oben haben wir um die 0 Grad und unten drunter um die 4 Grad. Und das bedeutet, wir haben dort an der Wasseroberfläche eine kalte Wasserschicht. Wenn aber jetzt ein Sturm kommt oder starke Winde, dann wird das ganze Wasser durchwirbelt, was dazu führt, das warme Tiefenwasser kommt nach oben. Das wäre jetzt der Effekt, ich rühre das hier um. Das wärmere Tiefenwasser kommt nach oben und führt dazu, dass das Eis noch schneller schmilzt. Und das wiederum ist wichtig für unser Klima. Es führt nämlich dazu, dass sich die Arktis sehr stark erwärmt. Die Idee zu diesem Experiment haben wir von Gunnar Spreen aus unserer Meereisgruppe. Er zeigt das auch öfters und es ist ein sehr lehrreiches Experiment in der Umweltphysik, um die Prozesse in der Arktis zu zeigen. Bis morgen.